Creepy Little hat uns in ihrer Küche eingesperrt. Können wir entkommen? Hey, wer hat mich denn jetzt hier eingesperrt? Ich bin in irgendeiner komischen Küche oder sowas gelandet. Freunde, Hilfe, ich muss hier raus, yo. Mit Lasern und sowas. Okay, Leute, müssen wir unbedingt hier heute irgendwie entkommen und gucken, dass wir von dieser bösen... Oh, genau von der, Freunde. Ich bin jetzt hier gerade dagegen gekommen. Das ist anscheinend Creepy Little. Und die wird jetzt anscheinend heute uns die ganze Zeit hier festhalten, bis wir halt entkommen sind. Oh, Leute, ich muss hier unbedingt raus, ne? Und bloß keinen Laser berühren. Auch hier so schön rüberspringen und dann hier, zack, jawohl. Ha, die kann man nämlich gar nicht. So, ist hier irgendwo ein Checkpoint, den ich schon einsammeln kann? Oder ist hier noch gar kein Checkpoint? Hey, Kollege, kommst du mit zu mir? Wir müssen unbedingt hier schnell raus, Leute. Creepy Little, die möchte uns unbedingt holen. Oh Gott, was ist denn hier los? Okay, wir müssen anscheinend irgendwas drücken. Shift ist, glaube ich, sprinten. Das heißt, wir sprinten jetzt mal ganz kurz hier. Oh, was war das? Ist sie jetzt hinter uns, Freunde? Oder habe ich die... Wer ist das denn hier vorne? Ist das Creepy Little? Aua, Mann, ey, der hat den Weg versperrt. Okay, das heißt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir jetzt hier da vorbeikommen. Kann ich ja links laufen? Hallo? Okay, pass auf, ich würde sagen, wir laufen mal ganz kurz hier durch. Oh Gott. Und damit wir quasi Creepy Little entkommen können. Aber das Problem ist, sie versperrt ja gerade den Weg, weil da irgendwer steht und den Weg versperrt. Hallo? Okay, pass auf, ich muss hier... nein. Ich muss, glaube ich, rüberklettern oder sowas, ne? Hallo, bitte lass mich mal durch jetzt hier. Bitte, bitte, ich bin fast durch. Mann. Oh, sie verfolgt mich. Oh, ich bin entkommen, Freunde. Guckt euch mal an hier. Da ist Creepy Little gerade gelandet. Und dann steht die einfach und irgendwas ist hier gerade los, ne? Hier unten oder so ist hier jemand? Okay, pass auf. Ich würde mal sagen, wir springen mal ganz kurz hier runter und... Boah, wo sind wir denn jetzt hier gerade gelandet? In irgendeiner dunklen, ekligen... Oh, Leute, wo sind denn wir jetzt hier gerade? So, pass auf. Ich muss jetzt hier... Huppa, rüberspringen. Rüberspringen. Alter, was ist denn hier los, Freunde? Ganz, ganz viele Rohre und sowas, ne? Hey, wer bist denn du? Prinzess Amy. Okay, pass auf, wir laufen weiter. Oben ist anscheinend der Pfeil, der sagt Notausgang. Und dann müssen wir danach nach rechts gehen, ne? Ich glaube, links ist wahrscheinlich dann der falsche Weg. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall gleich mal rechts gehen, Freunde. Und gucken, dass wir dann auch... Oh Gott, seht ihr das jetzt hier? Können wir hier runterfallen? Seht ihr, da unten ist eine, die sucht uns gerade, Leute. Die möchte uns nämlich unbedingt essen. Aber sie wird mich nicht essen, Freunde. Niemals. So viele Laser jetzt gerade hier. Okay, jetzt müssen wir gucken, dass wir Mann! Okay, warte, wir müssen mit den Lasern am besten jetzt hier sehr gut agieren. Und zwar hier einmal ganz kurz so. Okay, dann durchgehen. Jetzt hier Oha, das ist mit den Lasern gar nicht mal so leicht, Freunde. Okay, dann müssen wir jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen jetzt hier taktisch vorgehen. Das heißt, einmal ganz kurz springen. Dann so laufen. Hier ist ja der Laser hier am Rande. Hä? Wie soll man denn jetzt hier bitte schon Laser überleben können? Okay, ich muss vielleicht nochmal einen anderen Weg gehen. Das heißt, wir springen hier, nehmen das Ganze und dann springen wir... Okay, ich muss mit den Lasern, ich glaube... Was ist denn jetzt passiert? Okay. Ich glaube, wir müssen es nämlich so machen, dass wir jetzt hier einmal so lang springen. Hier runtergehen. Hier bis nach da... Jawohl. Und jetzt rüber. Okay. Das müssen wir wieder überlegen. Wie können wir jetzt hier einmal ganz kurz hier rauf? Dann hier wieder rüberspringen. Hier rüberspringen. Bloß nichts über mir rüber. Okay, jetzt, Leute. Jetzt haben wir es auf jeden Fall. Und jetzt... Oh, oh Gott. Sollte es eigentlich... Hey, nein, wir waren so kurz davor, Leute. Ey, aber pass auf. Das Ding ist, jetzt habe ich auf jeden Fall die Lösung. Und zwar ist es eigentlich relativ simpel. So, wir sind schon wieder jetzt hier angekommen. Kein Problem jetzt hier für den Obby King, Leute. So, zack. Sind wir jetzt auch schon mal hier diesem komischen, krassen Laser-Labyrinth entkommen. Und was denn jetzt hier? Hallo? Wo sind wir hier? Das ist so dunkel... Hier sind Spikes unter uns. Das sieht man nicht richtig aus, Leute. Wir müssen das mal ganz hier untersuchen. Jetzt müssen wir hier an den Spikes vorbeigehen. Bloß die Spikes nicht berühren. So, ich springe jetzt auch am besten mal so um die herum, damit die mich auch bloß nicht berühren. Ich glaube, die sind nämlich irgendwie giftig oder so, ne? Irgendwie solche giftigen Spikes. So, komm. Wir laufen jetzt mal ganz kurz weiter. Weg mit euren blöden Spikes jetzt hier, ne? Ihr kriegt mich niemals. Niemals werdet ihr mich bekommen. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz hier weiter. Hier sind anscheinend irgendwelche rostigen Sachen, die von der Decke hängen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so Sachen sind, die man groß... Was war das? Ach, okay, wir können jetzt hier nämlich... Wir können jetzt hier raufgehen, Freunde. Und dann werden wir nämlich anscheinend nach oben teleportiert. Beziehungsweise mit dem Fahrstuhl nach oben gefahren. So, hau rein, du blöde Kanalisation. Du wirst mich nie wiedersehen. Haha. So, mal gucken, wo es jetzt hier hingeht. Ich glaube, wir gehen damit jetzt nämlich in den nächsten Bereich. Und los, komm schon. Oh ja, ich mach die Taschenlampe wieder an. Und jetzt müssen wir hier schon wieder sprinten. Wir sprinten. Wow, sie ist hinter mir. Alter. Oh. Hier ist sie, Freunde. Ne, 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 ne. Du hast mich nicht bekommen. Okay, ich würde sagen, wir gehen weiter.
Die haben mich einfach nicht bekommen, Freunde. So, jetzt gehen wir durchs Labyrinth ein bisschen weiter durch und sind jetzt hier schon mal im nächsten Bereich. Oh, hier müssen wir auf jeden Fall bloß nicht diese Laserteile berühren. So, vorsichtig. Und auch hier vorbei. Auch wieder optimal. Oh, was denn hier für eine krasse Fabrik, Freunde? Die habe ich ja so noch nie gesehen. Gut, dann gehe ich mal. Was sind das denn für komische, verrückte Fließbänder? Hey, oh Gott, die Fließbänder, die fließen, wie sie wollen. Ey, da muss man echt aufpassen, Freunde, dass man da nicht sich irgendwie verheddert oder sowas, ne? Gut, gehen wir mal ganz kurz hier weiter. Ey, die ist auf jeden Fall echt am rumnerven, ne? Die nervt die ganze Zeit rum. So, ich sag's euch, ganz am Ende wird auf jeden Fall sowas Krasses passieren, Freunde. Dieses creepy little Ding wird echt unnormal, ja. Oha, wo sind wir denn jetzt hier? In irgendeinem Lava-Teil gerade. Gut, ich würde sagen, wir springen jetzt hier mal ein bisschen weiter hoch. Und ich glaube, Richtung Ende wird Creepy Lil noch was richtig Verrücktes machen. Deswegen bleibt unbedingt dran, Freunde. Die wird irgendwas Verrücktes machen. Und das wollt ihr auf jeden Fall nicht verpassen. So, komm, lass ein bisschen weiter jetzt laufen. So, hier vorne, was ist da jetzt hier? Müssen wir hier schon wieder sprinten? Und auch sogar auch so ein Wald. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier durch so einen Wald gehen möchte, Freunde. Okay, pass auf. Ich nehme jetzt meine Beine in die Hand und werde jetzt hier durch diesen Wald durchlaufen. Okay, Freunde? So, und sprinten. Wow, wow, da vorne ist sie. Wow. Okay, Leute, ich laufe das schon so schnell, wie ich kann. Hau bloß ab. Hau ab, du. Oh. Blödes Creepy Little, ey. Du wirst mich niemals bekommen, sage ich dir. Hau ab, niemals wirst du mich bekommen. Weg mit dir. So, komm, Freunde. Ihr müsst jetzt ganz schnell vor der Creepy Little kommen. Und unsere finale Aufgabe ist einfach, sie zu malen. Wir sind jetzt ja nämlich irgendwo unten in so einer weiteren Kanalisation angekommen. Müsst jetzt hier Creepy Little malen, Leute. An dieser Wand, damit sie auf jeden Fall kein mehr von uns zerstören wird. So, pass auf. Ich habe jetzt hier schon mal links offen, wie man sie malen wird. Und ich muss jetzt einmal ganz kurz hier diese lilanen Haare, Leute. Die muss ich auf jeden Fall einmal ganz kurz hier schön hinmalen. Und zwar wird jetzt hier ganz kurz die lilanen Haare, Leute. Die werden jetzt hier ganz kurz hingemalt. So, okay. Dann hier oben geht es auf jeden Fall an ihren Haaransatz ran. So, pass auf, Freunde. Ich sag's euch, ihr müsst unbedingt dranbleiben. Es wird jetzt auf jeden Fall echt krass, was Creepy Little da noch machen wird. So, und dann haben wir schon mal das jetzt gemalt. Sehr gut, schon mal ihre Haare, die wir eben gesehen hatten. Dann müssen wir natürlich gucken, dass wir auch so ein bisschen so ihre Hautfarbe malen. Ne? Und das ist natürlich auch nicht so einfach, Freunde. Deswegen einmal ganz kurz hier ran ihre Hautfarbe malen. So, hier an den Rand dran. Oh Gott, hier ein bisschen zu weit. Kein Problem, Leute. So, einmal hier. Und dann alles hier so rüber malen, ne? Weil dann sollten wir auf jeden Fall schon mal das meiste von Creepy Little gemacht haben. So, sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Ich muss sagen, sehr, sehr optimal. Und jetzt müssen wir natürlich noch ihre Augen gleich malen. Und erstmal nochmal ganz kurz ihren Kopf ein bisschen runder nochmal machen. Das heißt, einmal ganz kurz hier den Kopf unten so abrunden. So, Profi im Malen natürlich jetzt hier, ganz wichtig. Und jetzt können wir anfangen, schon mal ihre Augen zu malen, Leute. Und wenn wir jetzt ihre Augen gemalt haben, pass auf, und zwar müssen wir dafür jetzt einmal ganz kurz unsere Sachen ein bisschen kleiner machen. Und dann ihr Schwarz nehmen. Und müssen wir einmal ganz kurz hier diesen Kreis malen, Freunde, so. Beziehungsweise, ich muss nochmal ganz kurz eine Layer höher nehmen. Das heißt, einmal kurz nochmal so raufgehen und dann nochmal rüber, dass ihr das quasi ein bisschen besser malen könnt. Das heißt, hier einmal so ein Kreis, dann hier einmal so ein Kreis. So, und jetzt haben wir schon mal Creepy Little die Augen gemalt. Sie hat natürlich noch einmal so rote, komische Wangen. Die machen wir jetzt auch nochmal ganz kurz nach. Die sind nämlich hier, Freunde. So, zack und zack. So, die roten Wangen sind schon mal da. Die Augen sind auch noch so lieb. Ey, der hat alles kaputt gemacht, Freunde. Wow, was soll das denn? Na gut, Freunde, dann können wir wohl leider nicht mehr Creepy Little malen. Toll, vielen, vielen Dank, dass du Creepy Little und alles mögliche zerstört hast. Guck mal, das ist total ein Spielverderber. Guckt euch den mal an, Leute. Merkt euch das, wenn ihr den Namen seht in Roblox, dann meldet die Person. Absolut unnötig. Ich war so weit mit meinem Creepy Little, Freunde. Mano, guck mal, ich kann noch nicht mal rübermalen. Der hat einfach so Layer 10 genommen. So, Creepy Little hier, zack, 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 zack. Zack, so mein Creepy Little. Mann, Freunde, okay. Na gut, das sollte auf jeden Fall von dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Checkt gerne die beiden Videos aus. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.